Servus, der Marc von Physical Venus hier und bei mir ist die Denise. Das Gelache übrigens hinter dem Hintergrund, das ist natürlich bei Julia, da gackern die Hühner auf der Schneide. Und bei mir wird auch mal gelacht, ne? Ja. Aber nicht so viel. Denise ist da, du warst ja schon bei mir vor einem Jahr ungefähr. Genau. Da haben wir das Dings gemacht, ne? Mit Usa, oder? Ja, das ist gleich. Auch schon Dave? Ja. Ah. Oh, Dave Migräne schon gemacht, das muss ich aber mal fragen. Es hat dir bis jetzt geholfen, Dave, ne? Es ist besser geworden. Aber noch nicht ganz. Aber noch nicht ganz. Und wir haben damals wahrscheinlich gemessen, dass die linke Seite auch eine Rolle weiter spielt, ne? Genau. Okay. Also es ist immer so, ich zwinge jemanden dann beide Seiten zu machen, das kann man machen, wie man möchte. Aber bei vielen ist halt so, wenn die Analyse so ist, dass beide Seiten aktiv sind, dass die eine Seite doch nicht 100% bringt oder vielleicht nur eine Zeit lang und dann wird's wieder, kommt die Migräne wieder mehr über die andere Seite, wie ich schon erklärt habe. Hat sich dann dein Kopfschmerz verändert von früher? Es ist wesentlich leichter geworden. Und auch von der, weil du hast ja eine Migräne, oder? Ja. Und Auge auch, oder? Ohne. Ohne. Und die hast du links und rechts oder gleichmäßig gehabt? Das heißt, du hast das Gefühl, dass sich jetzt im Kopf was verschiebt, von links nach rechts oder merkst du das? Ja, normalerweise muss man von der Seite rauf, okay, und dann nach hinten. Und jetzt geht es gleich nach hinten, wie wenn nur eine Seite ausgeblendet wird. Genau, das ist genau das Thema, was ich immer sage. Also vereinfacht gesagt sage ich immer, das ist wie zwei Flüsse bei so einem Bach, wenn man so einen Bachlauf hat, wenn ich auf der einen Seite jetzt Steine rein tue, dann kommt zwar unten an dem Bach weniger Wasser an, aber trotzdem über den anderen Arm noch mehr. Und mit der Zeit wäscht sich das aus und wird dann auch schneller und dann geht es wieder in die gleiche Menge. Und ähnlich ist es hier so in der Energetik, vereinfacht gesagt. Ja? Mhm. Und deswegen oft besser, beide Seiten auf einmal zu machen. Aber es muss keiner und können wir es ja auch mal machen. Genau. Gut, ich möchte mal trotzdem den Akupunktur nochmal nachmessen, weil ich weiß, ob vielleicht zu groß, ich weiß zu 99%, wo er ist, aber ich messe es immer für jeden Menschen 100% aus, weil es immer ein bisschen variiert. Gut, dann lehne ich mal da hinten, Haare sind frisch gemacht, oder? Ja. Weil 6 Monate sind die Haare nicht färben, also wenn man plant, Piercings am Ohr zu machen, immer vorher die Farbe drauf klatschen und dann erst kommen, weil sonst hat man hinterher das Desaster. So. Ich messe es wieder aus ohne Handschuhe, das kann ich den Widerstand nicht messen. Mhm. Und drüben kein Problem? Alles gut? Alles sagen? Gut. Gute, ja, Heilung gehabt auch? Auf jeden Fall. Schön. Das freut mich. Ich habe mich immer nicht erinnert. Vom Namen und vom Sehen. Ja, sauer halt, ne? Sauer, wie lustig. Ja, genau. So. Jetzt mal raus, was der Punkt hier zu bieten hat. Jetzt kann ich mal ausschalten. Wäre es interessant zu wissen, wie es letztes Mal gewesen wäre, ob es auch so. Mhm. Ob es auch so stark war oder ob das die schwächere, wahrscheinlich war das die schwächere Seite im Vergleich zu drüben. Ja, genau. Deswegen haben wir uns auf rechts fokussiert. Und dann sieht man, wie der Zeit eben die Energetik eben sich verändert und der Körper lernt ja auch dazu. Wie gesagt, das ist wie so ein Flussbett, wo der Strom, der Wasserstrom sich dann ändert. Genauso ist es bei der Energetik vom Körper auch, wo er halt dann mit der Zeit dazu lernt und sagt, hey, jetzt machen wir es über die Seite. Mhm. Gut, dann werden wir jetzt auch Einhalt gebieten. Am Anfang kommen ja keine Stecker rein, das weißt du ja noch, sondern Bananen, also die normalen Basics. Sollen wir die mit oder ohne Glitzer machen? Ohne Glitzer. Passt, dann machen wir einfach eine Titanbanane ohne Glitzer. Gut, also an der Stelle haben wir es erklärt, habe ich es dir auch, du kennst dich aber als Ex-Migräne-Piercing-Kundin mit Erfolg schon aus, das heißt, da spare ich mir jetzt ziemlich viel drumherum und die Anamnese haben wir jetzt, weil wir die Videos schauen, auch ein bisschen abgekürzt, weil normalerweise frage ich ja immer, wo ist die Migräne, gibt es Aura, gibt es nicht, wie kommt sie und so weiter, um mal überhaupt zu lernen, wie der Kunde überhaupt tickt oder wie die Migräne arbeitet. Bei dir weiß ich es aber bedingt eh schon, beziehungsweise wir haben es auf der einen Seite schon, das heißt, da ist das, der Sachverhalt recht klar, da brauchen wir nichts vorher machen, nur dass jemand das Video sieht, denkt, ja, warum macht das einmal so, also das ist bewusst, ohne dich da jetzt voll schwarz zu schwafeln, ne? Brauchen wir den nicht voll labern, wenn wir eigentlich wissen, was wir machen wollen oder machen müssen. So. Brille machst du doch irgendwie runter, irgendwie das Gefühl, dass die nicht stört. Hast du irgendwie Glitzer im Haar? Ja. Ich dachte auch wirklich, blöd, Mensch. Dann hat die doch Glitzer im Haar, gut. Das ist gut.
dachte ich schon, hast du geglitzert? Ja. Da hat es geglitzert. So. Gut, meine Liebe. Also. Was haben deine Bekannten zugesagt zur Migräne gesehen? Fanden die das alle super oder haben sie die geglaubt? Manchmal kommt es auch vor, dass die Leute es eigentlich glauben. Sie sagen, glaube ich. Ja, es glaubt eigentlich prinzipiell keiner, aber ich bin prinzipiell so. Glaubt wirklich keiner? Nein. Echt? Aber es gibt auch bei mir in der Familie keiner, der Migräne hat. Okay, die sagen, also die reden dich eigentlich eher in die Blödheit rein. So nach dem Motto, ja, das bist du alles ein, das ist ehrlich jetzt. Ja, das ich habe gesagt, auch wenn ich mal einbilde, wenn es gibt, ist es wurscht. Also ich muss mal ehrlich sagen, also rein theoretisch, wenn jetzt einer Placebo-Mittel bekommt, ja, in der Studie und sagt, er ist danach gesund, ja, was ist, gibt ja nichts Besseres im Zweifel, ja, also Hauptsache es passt, oder? Aber ja, schlimm, ja, ich habe wie gesagt, das ist, bleibt mir noch, das wird wahrscheinlich wieder wehtun. Alles okay? Mhm. Ja, Frau Sauer, denken Sie an was Lustiges, ja? So, gut. Ja, also es ist lustig, weil ich habe natürlich auch ganz viele Fälle, ich hab ehrlich gesagt gedacht, dass ich von dir was anderes höre, dass du sagst, ja, deine Schwester, Tante, Cousine und Nichte war auch schon bei mir. Weil meistens haben wir es ehrlich gesagt eher so, dass wir, wenn wir jetzt einen Kunden so wie dich haben, gerade so einen kleinen, sag ich mal, ja, ländlichere Gegend, wo man dann doch alle kennt und jeden kennt, und überall jeden kennt, und damit den Leuten oft redet, dann habe ich oft so wirklich so einen kleinen Flächenbrand, wo dann aufgrund einer Person eben, wenn wir dann drüber reden, 10 Leute da gewesen sind. Die sagen, ja, ich mache das jetzt auch. Und aber es gibt halt auch so Leute, die an das nicht glauben. Nee, da kann meine Familie nicht mehr. Schade, ja. Na gut, aber wenn die natürlich keine Migräne haben, haben die schon mal den Grunde nach. Das kann man, also ich habe ja auch keine Migräne. Ja. Aber ich habe die Kunden regelmäßig da und ich sehe, was das, sag ich mal, auslöst in den Menschen und wie sich das anfühlt, kriege ich so ein bisschen mit im Hintergrund. Und dann denke ich mir halt auch, also ich weiß bis heute nicht, ja, ich habe ab und zu mal ganz, ganz geschissene Kopfschmerzen, das ist irgendwie, keine Ahnung, woran das liegt, wie ehrlich bin. Aber das habe ich einmal in 3 Monaten nachts, mache ich auf und denke, man fliegt die Birne weg. Mhm. Für eine Stunde, dann muss ich mich hinsetzen und dann geht es wieder weg, wenn ich sitze. Aber und da denke ich mir immer so, naja, da denke ich mir immer so, wenn das Migräne wäre oder wenn es nur annähernd so wäre, finde ich das Migräne noch 10-mal schlimmer, ja? Dann denke ich mir, immer, puh, also meine Kunden, boah, so, ne? Also, Migräne wirklich mit allem drum und dran, die es gar nicht mehr schauen können und übergeben und. Das ist abartig, ja. Ja. So, meine Liebe, wie fühlen wir uns? Gut. Gut. Merkst du irgendwas? Nee. Das brennt und das ist warm. Ja. Gut. Nee, aber sonst meine ich, weil manchmal haben wir ja oft die Leute auch diese, weiß nicht, bei dir war das Gefühl, dass du irgendwie so diese Entspannung, als ob irgendwie was reagiert. Das war beim letzten Mal so, was weil ich so? Mit dem Kopf schon kommen bin. Was bin ich so? Super, ja, schön. Und ja. Heute bin ich eigentlich mit, ohne da. Das ist halt hoch. Gut. Also wie gesagt, nach wie vor bin ich kein Scharlatan, kein Wunderheiler, aber und normalerweise sollte es funktionieren, was wir da gemacht haben. Hast du wieder Zeit, schaust du wieder an. Im Regelfall, so wie wir den Punkt gemessen haben, bin ich sehr, sehr stark überzeugt, dass das dann weg ist bei mir wieder. Ja. Und dann hoffentlich auch dauerhaft. Ja? Und dann drücke ich dir schon mal die Daumen. Hast du Spurn hier noch oder brauchst du noch mal? Brauchst du ich brauche ich. Brauchst du wieder mit? Gebe ich dir mit? Nee, beim nächsten Mal erzähle ich es dann, weil ich hätte gerne noch irgendwann mal ein Snake Eye. Ah, gut, selber in der Zunge. Kannst du spitz machen? Nee, spitz vorne. Mhm. Ja, genau, okay. Ist auf Kommando auch voll schwer, wenn man keinen Spiegel hat, die Zunge zu machen. Gib vor dem Spiegel, dass du die vorne spitz kriegst. Mhm. Und weil es braucht zum Strengen zum Anzeigen, das ist cool. Nein, das geht man auch so hin, aber wenn man es eh weiß, dann kann man das ein paar Mal üben, dann geht es einfach so. Aber geht bei dir anatomisch. Okay. Dann können wir nochmal drüber reden. Also für alle, die zuschauen, du weißt es eh, Bondelin-Spray im Gel. Zuerst sprühen wir Bondelin-Spray oben, unten, mittel drauf. Nehmen eine Küchenrolle, reinigen mit der Küchenrolle oben und unten feuchtes Piercing. Vielleicht suchst du dir einen Piercing-Putzer, wenn jemand in der Family hast, der ein bisschen hilft. Küchenrolle, weil sie nicht fusselt, keine Wattestäbchen im Chlorop mehr nehmen, ist nicht gut. Dann nehmen wir das Gel, von Pontelit-Gel reicht ein Tropfen,
einfach in die Mitte reintupfen und das bisschen sanft ein bisschen vor und zurück bewegen. Mhm. Das ist alles, was man machen muss. 3 Wochen zweimal am Tag, dann 3 Wochen einmal, das heißt 6 Wochen am Stück. Und wenn es 6 Wochen jetzt geht, kommst du noch mehr zum Wechseln. Ja. Dann machen wir den Rinder wahrscheinlich auch wieder rein. Ja. Und Snack als wenn du willst, können wir einfach noch klappern. Ja, so gut. Alles klar, soweit? Danke dir fürs Kommen. Danke dir. Danke euch fürs Zuschauen und danke fürs Filmen. Tschüss, Baba.